Schönen guten Morgen, hier ist Sabine von 1bis3.de und heute habe ich mal eine ganz andere Art von Video, nämlich ein Interview und zwar mit Lydia und mit Rebecca von The Nappy Business. Und Hallo, da freue ich hi. mich jetzt ganz herzlich, dass die zwei da sind und habe einige Fragen vorbereitet, denn ich bin bestimmt nicht die Einzige, die bis vor einiger Zeit nicht so ganz genau wusste und nicht so ganz sicher war, was The Nappy Business eigentlich erreichen möchte. Ich meine, ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass das eine gute Sache ist. Aber am Anfang war ich auch echt skeptisch. Das hatten wir ja auch vor kurzem schon mal das Thema. Und da gebe ich jetzt gleich mal an Lydia und Rebecca weiter. Also erstmal, wer seid ihr überhaupt? Also wer ist Lydia? Wer ist Rebecca? Wo kommt ihr her? Was macht ihr? Warum? Wieso? Weshalb? Wer Genau, möchte also anfangen? vielleicht müssen wir kurz einfach nochmal sagen, was das Nappy Business kurz ist. Also, um die Frage zu beantworten, wer wir sind die Gründerin und Geschäftsführerin von The Nappy Business, also eigentlich von Freier und Frick UG. Falls ihr da eine Mail bekommt und da steht Freier und Frick UG drunter, das sind auch wir. Und The Nappy Business ist das Projekt. Und wir haben auch die Stoffikon und die Stoffikonline als Arbeitsbereiche. Und The Nappy Business kümmert sich um Weiterbildung, Professionalisierung und Netzwerk von StoffwindelberaterInnen. Das heißt, ja, ein. Ja, ein großes Sammelsurium an verschiedenen Themen, die einfach Genau. die Stoffwindelberatung verbessern und professionalisieren sollen. Genau. Und wir beide sind Selbstberaterinnen. Also ich noch aktiv in der direkten Beratung und auch mit Mietpaketen und so weiter. Und Rebecca, bei dir ist. Ich mache es als Hobby. Also, ich suche mir sehr gewählt aus, ob ich Zeit habe, noch eine Beratung zu machen. Ich habe noch Mietpakete laufen. Das läuft so nebenher ein bisschen, einfach als Zusatzverdienst, weil The Nappy Business und Stoffikon Online sind einfach ein Hauptberuf. Also quasi mehr als ein Hauptberuf nimmt es einen von der Zeit und da habe ich nicht Zeit, noch gut zu Und beraten. ihr habt ja bestimmt auch noch Familie. Ich meine, das muss man Ja. ja auch Genau. so sehen. Wie Wir seid ihr sind denn beides überhaupt Mama. dazu gekommen, Stoffwindelberaterinnen zu werden? Und wo habt ihr eure Ausbildungen gemacht? Rebecca, schieß los. Ja, ich bin schwanger geworden, aber ich habe schon vor der Schwangerschaft mich für Stoffwindeln interessiert, komischerweise. Ich habe so aus, ich würde sagen, Nerdgründen Leitmedium gefolgt. Das ist der Mann von Frau Mirau und über den bin ich zu Susanne Mirau gekommen und bin der dann irgendwie so ein bisschen gefolgt, weil ich schon dachte, okay, ich plane bald ein Kind zu bekommen. Wie gehe ich das an? Und sie macht ja sehr viel zum Thema bedürfnisorientierte Erziehung. Und so bin ich auf einen Beitrag zu Stoffwindeln gekommen. Ich glaube, sie hat viel Windelmanufakturwindeln benutzt und das war dann der Einstieg. Und damals gab es echt noch nicht viel. Also hier gab es keine Beraterinnen und so. Und ich habe mich dann sehr viel selber informiert. Und irgendwann bin ich dann drauf gekommen, oh, ich möchte das anderen Eltern irgendwie auch zeigen. Das ist so schön, das macht so viel Spaß. Und dann sind mir die Stoffwindel-Experten irgendwie in die Timeline geflogen. Und dort habe ich dann meine Ausbildung gemacht. Wann war das so ungefähr, so jahresmäßig? 2016 Ja. ist mein Großer geboren und 2017 habe ich dann die Prüfung gemacht. Und bei dir, Genau. Lydia? Ziemlich ähnlich. Also ich glaube, klassischer Stoffwindelberaterinnenweg ist, oh, ich will irgendwie mit anderen Sachen wickeln als mit Wegwerfwindeln. Und bei mir war es auch so, dass ich über einen Blogbeitrag gestolpert bin. Ich hatte schon in meiner Einkaufsliste, ich bin im ersten Kind schwanger, diese Windeleimer mit diesen Trommeln und dachte so, oh mein Gott, wie viel Müll das ist. Meine Güte, das kann nicht sein. Und ich dachte so, das geht nicht. Und ich hatte nach einem Mobile gesucht für den Wickeltisch und dann bin ich bei Wunschkind, Herzkind, Nervkind auf einen Blogbeitrag, auch 2016, gestoßen und die hat dann eben den Wickeltisch mit Stoffwindeln auch gezeigt. Und ich so, was ist das bitte? Stoffwindeln? Ich möchte es haben. Und dann war es halt total drin. Und ich wusste auch nicht, dass es Stoffwindelberaterinnen gibt. Ich habe dann im Sommer 16 ein Kind bekommen mit Hüftdysplasie. Das heißt, wir hatten so eine Schiene mit so einem kleinen Streifen, den man aufmacht. Und dann, wir sind
absolut nicht klargekommen mit den Stoffwindeln in der Newborn-Phase. Und die sind dann erst gewechselt, als die Schiene abgeschult war, mit so 6 Monaten ungefähr. Und ich bin trotzdem dran geblieben und ich fand es so mega gut, auch weil ich gesehen habe, wie viel Müll das tatsächlich auch dann ist mit so einem Kind. Ja, das war krass. Und dann haben wir, bekam ich über Instagram auch von irgendjemandem, ich mache jetzt hier die Ausbildung. Und ich so, Ausbildung? Ich berate ja eh schon dauernd irgendwen. Also es ist, ich komme auch so aus dem Beratungsbereich. So. Und ich kann das, glaube ich, gar, ich muss immer beraten. Ich kann gar nicht ohne beraten. Automatisch. Automatisch fragen sich Leute irgendwas. Nein, aber tatsächlich hatte ich dann so in der Krabbelgruppe Mamas, die so, oh, aha, hm. Und dann hatte ich auch eine Mama, die ist dann umgestiegen und die hat mich dann halt eben auch gefragt. Und dann dachte ich so, okay, also jetzt mache ich das hier eh schon und wieso sollte ich dann nicht das auch, ich bin ja eh in Elternzeit, why not? Und dann habe ich mich bei den Stoffwindel-Experten erstmal den Online-Kurs gemacht, glaube im April 17 und im November 17 dann eben den Praxistag, den es damals noch in live gab. Und da habe ich Rebecca getroffen. Da habt ihr euch dann kennengelernt. Ja, ich glaube, so 2016 war Stoffwindel-Experten noch so ziemlich die einzigen, die eine Fortbildung, Ausbildung überhaupt angeboten haben. Man muss ja jetzt auch sagen, Stoffwindelberaterin an sich ist ja auch gar kein geschützter Begriff. Es ist keine anerkannte Ausbildung in dem Sinn, dass es einen IHK-Abschluss hat. Jede kann sich im Grunde genommen als Stoffwindelberaterin ja bezeichnen. Wie kam es denn jetzt, also was waren denn jetzt eure Gründe dafür, überhaupt eine ja doch auch finanziell aufwendige Ausbildung jetzt erstmal in Angriff zu nehmen? Also Lydia, du hast gerade gesagt, du kommst selber so aus diesem Bereich der Ausbildung. Ich glaube, du bist in der Hochschulausbildung auch tätig, richtig? Das heißt, du hast ja im Grunde genommen schon ein gewisses didaktisches Hintergrundwissen. Aber wieso hast du jetzt entschieden, ich mache jetzt erstmal eine Ausbildung, obwohl ich ja selber schon Praxiserfahrung hab, du ja auch, Rebecca, um dann eben anderen das zu vermitteln? Also ich habe auf jeden Fall nicht die Ausbildung gemacht, weil ich dachte, ich brauche noch Didaktik oder irgendwas. Mhm. Sondern wenn man selber mit Stoff wickelt, dann hat man ja auch so ein System. Man hat irgendwie so, also 2016, ja, wir reden von 2016, Melovia Sky. Also Melovia war das Ding und wir haben auch mit Melovia gewickelt. Das heißt Überhose. Ich hatte hier 8 Melovias mittlerweile oder so. Und ich hatte von Stoffiwelt so ein Newborn-Paket, was ja nie am Kind war. Es war genau eine Windel am Kind von diesem Paket, die nicht gepasst hat. Mein Kind war auch ein kleines, speckiges, sehr großes Kind. Newborns mit 6 Monaten nicht mehr gepasst. Tada. Ja, und ich habe aber tatsächlich auch gedacht, erstens mache ich die Ausbildung, weil ich mehr wissen möchte darüber. Also ich wusste ja, okay, es gibt noch Snap-in-Ones, es gibt noch All-in-Ones, es gibt noch All-in-Threes. Da haben wir auch eine ausprobiert von Kula di Tebi und die war irgendwie briefmarkengroß für mein Kind, so ungefähr. Also dachte ich, das kann nicht sein, dass das und die überall aus, als sie hatte immer dieses Maurer-Dekolleté und ich dachte, das kann nicht sein, dass das nicht, das, also irgendjemand muss das doch gut finden, wieso? Und dann wollte ich einfach auch wissen. Ich wollte wissen, was ist es denn alles? Und wenn ich jetzt schon anfange zu beraten, dann soll es mit Hand und Fuß sein und nicht einfach nur so, ja, also ich benutze ja Melovia und deswegen sind die ganz toll. So, und dann ist die nächste Mama, die kommt und sagt, ja, bei uns passt die nicht. Ja, schade, habe ich halt keine Alternative. Das wäre ja blöd. Oder auch wenn ich jetzt überlege, okay, stocke ich mein Sortiment auf, um ein bisschen mehr zu zeigen, was kaufe ich denn da? Ja, das war so der eine Grund, dass ich wissen wollte. Wir hatten zum Beispiel auch ganz am Anfang hier Stinkewindeln, weil wir den Wetback, der hing so, dass dann irgendwann am Laufe des Tages die Sonne drauf schien. War ungünstig. Das wusste ich aber in dem Moment nicht. Ja, und solche Dinge, die habe ich dann einfach auch, wollte ich dann einfach wissen, was kann ich tun, damit es eben nicht scheitert, dieses Projekt Stoffwindeln für andere Eltern. Ja, der andere Punkt ist, wir leben in Deutschland, man braucht ein Zertifikat. Ja, so ein bisschen ist es so. Also ich kann dann sagen, ich habe da eine Ausbildung gemacht, die ja dann eben auch mich dazu führt, dass ich darüber wirklich was weiß.
Viele Shops haben ja auch, wenn du mit denen kooperieren möchtest oder irgendwie Testpakete haben möchtest oder Rabattcodes, fragen die ja eben auch nach einem Zertifikat. Ne? Bist du ausgebildete Stoffbindeberaterin? Ja, dann gib mir bitte dein Zertifikat, damit wir wissen, du willst das nicht nur für deinen Stash haben und du machst hier wirklich Beratung. Genau. Ja. Ich muss so lachen, das ist nämlich bei mir ähnlich. Und ich glaube, das ist, weil wir auch beide eben aus diesem also wissenschaftlichen Hintergrund kommen. Bei mir ging es wirklich darum, ja, ich kann mir zwar irgendwie Sachen anlesen, aber ich will halt einfach fundiert Wissen bekommen. Ich will Wissen nämlich reinschaffen, ich will wissen, warum, was ist, wie es ist. Ich will wissen, es kann ja auch sein, dass ich was gar nicht auf dem Bildschirm habe und das mir da dann erzählt wird, weil das irgendwie ein Ding ist, das alle wissen, nur ich nicht oder so. Also das war wirklich mein Ausbildungsbedürfnis war nach mehr Wissen. Und ich glaube, das ist auch das, was hinter dem Nappy-Business viel also mhm. Steckt. Uns war es auch da, zu dünn, ne? Wir wollten ja, einfach auch halt, mehr wissen. Genau, und es ist ja jetzt immer wieder das Thema. Wir lesen irgendwo, ja, Wolle reinigt sich selber. Und dann denken wir, ja, cool, aber warum reinigt sich Wolle selber? Stimmt das überhaupt? Und dann geht hier die Bibliotheksrecherche los und dann holt man sich irgendwie 10 Bücher und guckt nach und Quellenrecherche und das fließt dann alles in die Arbeit. Ja, und dann wird ein kleiner Blogartikel drauf. Wolle reinigt sich selber, weil... Ja, oder eben, das fließt dann in unsere Ratgeber, die wir dann haben. Ja, jetzt auch im Moment sind wir mit Wolle waschen beschäftigt und machen da super viel Recherche und lernen echt sehr viel über Waschmittel und Wolle. Und Chemie. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade ein Chemiestudium angefangen, aber das ist, glaube ich, der Drive auch hinter vielem. Oder ja, es ist ein Drive hinter dem, was wir machen, was hinter einfach dieser Wissensdurst und auch Erklärungen haben wollen und nicht irgendwie das einfach hinnehmen. Weil ich weiß auch, ich habe angefangen mit Windelwissen und der DM, dieser Flecken. Diese DM-Kombi und das würde ich jetzt heutzutage nie mehr so machen. Aber das lernt man halt auch alles erst, indem man sich damit auseinandersetzt und als wir angefangen haben, gab es halt diese, es gab nicht so viel, wo man das vergleichen hätte können, was für Alternativen gibt es. Also wahrscheinlich schon, aber es nicht an einem Ort. Also das ist, ja. Ja, und das, ja, das stimmt. Also das kann ich vollkommen nachvollziehen, geht mir auch so. Und ich mache das auch so, dass ich lieber nochmal irgendwo extern einen Kurs besuche, weil Menschen, wo ich halt denke, okay, die haben sich jetzt schon sehr intensiv auch damit beschäftigt und da kann ich dann noch etwas lernen. Aber dann geht es eben weiter, ne, mit dem Weiterlernen. Und ich glaube, das war auch euer Antrieb, dann etwas anzubieten, nämlich die Stoffikon. Ja. Wann habt ihr euch da zusammengetan? Wie kam das zu dieser Idee der Stoffikon und wie fand die erste statt? Ich glaube, das ging voll schnell, nachdem wir kennengelernt haben auf dem Praxistag von den Stoffwindelexperten. Das waren nicht nur Lydia und ich, das waren noch drei andere noch dabei. Wir waren zu fünft am Anfang und wir haben uns halt total gut verstanden und hatten dann auch nach dem Treffen eine WhatsApp-Gruppe und da haben wir uns halt immer drin ausgetauscht, wenn wir irgendwie, also es ging schon los mit habt ihr so einen Fragebogen, den ihr euren Kundinnen, und dann tauscht man sich aus, oder habt ihr eine Wie machst du den Workshop? Ja. Genau, wie machst du die Beratung, also wie baust du das auf, den Beratungsaufbau? Und es kamen so viele Fragen und wir haben uns dann halt einfach gedacht, ja, diese Fragen haben wahrscheinlich alle. Und es gibt aber nichts. Es gab kein Angebot mehr, wo man sich hätte, also man hätte Facebook-Gruppen gab es auch noch, aber. Und den Experten. Aber es war noch nicht strukturiert gesammelt. Nee, es war weder Struktur oder es, also wir waren ja nie mehr, ich glaube, die Stoffwindelexperten haben bei der Kind und Jugend auch immer ein Treffen gehabt. Da weiß ich aber nicht, wie das abgelaufen ist, ob da irgendwie auch thematisch eine Weiterbildung war oder ob das einfach nur ein Alumni-Treffen sozusagen gewesen ist, weiß ich nicht. Deshalb kann ich das nicht sagen, aber es gab jetzt kein sowas wie eine Art, wie eine Konferenz. Also wie gesagt, wir kommen ja aus dem wissenschaftlichen Hintergrund und da gibt es Konferenzen zu jedem Fachgebiet, wo sich einfach die Experten und die Leute, die sich dafür interessieren, austauschen können. Und sowas gab es nicht. Und das war die Grundidee der Stoffikon. Genau. Ja, die Grundidee, also wir kamen schon auch aus dem Punkt, dass wir waren ja zu fünft und den Expertentag gab es nämlich nicht zu dem Zeitpunkt. Und wir uns auch gerne treffen wollten. Und das haben wir dann auch getan. Also November 2017 war der Praxistag und im August 2018
haben wir uns in der Jugendherberge nochmal getroffen, auch mit Kind und Kegel und allem. Oh Gott. Und wir haben auch so einen Fluffy-Austausch gemacht. Wir haben dann unsere Windeln mitgebracht, die wir gerne austauschen wollen. Das haben wir dann da gemacht. Und da wurde auch so dieses so, okay, das ist eigentlich, das macht es einfach so schön, auch mal Leute aus der eigenen Blase zu treffen. So, die eben nicht denken, AIO, SEO, AI3, was machst du da? Genau, was ist ein Booster? Ja, genau, also die auch wirklich wissen, wovon man redet oder dann auch sagen kann, ey, ich habe hier diese XY gekauft und ich verstehe das einfach nicht, wie die funktionieren soll, weil bei mir rollt die sich immer ein oder was auch immer man so für Fragen hat. Also es war jetzt nicht nur das, dass wir Weiterbildung wollten, sondern wirklich auch der Netzwerkgedanke, dass man sagt, okay, ich will Leute treffen in echt, die sonst halt immer nur in diesen WhatsApp, es gibt ja wahrscheinlich zigtausende WhatsApp-Gruppen, wo sich so kleine, kleine Grüppchen gebildet haben. Aber dieses erste Treffen in dieser 2018, das war ja eher noch privat. Das ist bei unser privates Treffen. Genau, wie seid ihr denn darauf gekommen, daraus wirklich zu sagen, okay, wir sehen da Potenzial und wir machen da quasi ein Geschäft daraus. Weil das ist ja etwas, ich meine, Stoffwindeln sind immer noch eine Nische. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, ich habe da eine Vision und ich sehe da einfach mehr. Mhm. Ich muss sagen, da dachte ich dann was, nämlich, braucht kein Mensch. Warum denn? Ja, also tatsächlich war es so. Und ich war garantiert nicht die Einzige. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, das hat sich ja mittlerweile geändert. Und deswegen machen wir ja jetzt auch dieses Interview, weil ich es mittlerweile gut finde, was ihr da macht. Und ich denke, da ist echt was Schönes daraus entstanden. Aber wie seid ihr denn dann auf diesen Gedanken gekommen, das zu professionalisieren? Also einmal sind wir ja dann, wir haben dann ja gedacht, cool, das wäre doch schön, wenn wir das für andere auch machen könnten. Mhm. Und dann hatten wir 2019 schon die erste Stoffikon in Koblenz damals. Mhm. Die war kostenlos. Auf Spendenbasis. Kostenlos, auf Spendenbasis. Insofern, als dass wir halt alles organisiert haben. Also wir haben die mit der Jugendherberge, das war Ehrenbreitstein, alles abgesprochen. Das war katastrophal mit der Jugendherberge. Das hat echt viel Nerven gekostet, weil die das nicht gebacken bekommen haben. Das hat dann trotzdem nicht funktioniert. Das war viel Arbeit, sagen wir mal so. Mhm. Dann wollten wir halt eben nicht nur wir treffen uns, sondern wir wollten auch Vorträge haben. Wir wollten Weiterbildung. Und das war auch, die Referenten damals haben nichts dafür bekommen, gell? Mhm. Oder? Nee, die haben nichts bekommen, weil wir haben ja gesagt, es ist ehrenamtlich, wir wollen irgendwie kommt mal und dann waren das, glaube ich, insgesamt 4. Mhm. Und das, was gekostet hat, war natürlich, dass man Unterkunft und Anfahrt und alles selber natürlich zahlen musste. Und dann hatten wir die Spendenbasis und wir hatten sogar da schon Goodiebags, wo wir immer ganz lieb angefragt haben, wir würden da gerne und würdest du was in unsere Goodiebags tun? Also heute ein ganz anderes Mindset auch, wie wir da heute dran gehen. Aber wir hatten noch ein Barcamp, wir haben ein Barcamp organisiert, wir haben Poster organisiert. Weißt du, was ein Barcamp ist? Oder wissen deine Zuhörer? Ja, man trifft sich da spontan. Also die Gruppe trifft sich und einige erklären sich bereit, etwas, einen Vortrag zu einem bestimmten Thema zu machen und dann guckt man, wie wird das angenommen und dann findet das. Ja, oder man erarbeitet halt gemeinsam was. Also man stellt irgendwie Fragen auf dem Board und überlegt sich, zu was wollen wir was erarbeiten. Und das war bei uns dann der Sonntag. Es war echt eine coole Sache und wir haben halt gedacht, es ist so schade, dass wir keine Messe auch haben, wo halt, es ist ja fast jeder Shop, der Stoffwindel verkauft, macht das ja online. Deiner ja auch. Also man kann, in den seltensten Fall hat man irgendwie direkt um die Ecke einen Shop. Also ich habe hier einen in Konstanz, der hat nur 3 Marken, die großen. Und es war's. Also da würde ich jetzt auch meine Kundin nicht sagen, geh da hin und dann kannst du ein bisschen rum nur stöbern, sondern sage ich, da kriegst du die 3 Marken, wenn das dich interessiert, dann kannst du da hingehen. Aber wir haben uns gedacht, es wäre so cool, wenn es auch eine Messe gäbe. Und eigentlich hatten wir für 2020 was viel Größeres geplant. Also wirklich viel größer. Und da war der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen gründen, auch aus finanzieller Absicherung. Und versicherungstechnisch auch. Ne? Also wenn du so eine große Messe machst und dann willst du da noch Vorträge machen. Also wirklich, es waren vollgepackte 2 Tage, es sollte dann auch Essen geben, es sollte einen Familienbereich geben. Also es war eher so dieser Messeteil und diese Weiterbildungsmesse, das sollte unser Ding werden.
Wir hatten auch eine Gründungsberatung davor, wo man dann so einen Plan schreiben muss und so weiter. Und es wurde 2020, wir haben im Januar gegründet. Ja. Und dann kam so eine Nachricht, komische, von so einer Grippe. Genau, dann war halt Corona und man konnte keine Live-Sachen mehr machen. So, was haben wir gemacht? Wir sind zurück zu unseren Wurzeln und haben Online-Lehre gemacht. Also ich bin Medienpädagogin, ich komme aus der digitalen Lehre. Konferenzen organisieren ist für mich jetzt auch nichts Neues, habe ich auch schon gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, innerhalb von 6 Monaten haben wir das Ganze umgebaut zu einem zu Stoffik Online, die dann im September war 2020. Und ja, es hat sich da wahnsinnig viel verändert. Ne? Also wir haben auch schon die Dinge, die wir jetzt machen, auf dem Zettel gehabt 2019. Ne? Wir haben ja einen Geschäftsplan gemacht, wir haben einen 5-Jahres-Plan gemacht. Wo wollen wir hin? Was könnte man alles anbieten? Da stand schon sehr, sehr viel drauf und wir wiederholen den auch jedes Jahr. Ne? Also wir schauen da jedes Jahr drauf, okay, was haben wir von diesem 5-Jahres-Plan so erledigt? Was können wir schon abhaken? Was verändert sich vielleicht auch an Fokus? Und der hat sich auf jeden Fall ziemlich stark verändert, oder? Ja, was würdest du sagen? Ich glaube, der hat sich einmal umgedreht. Also unser Hauptfokus war schon immer auf diesen Messen und Kongress quasi in einem, weil wir auch rausgehen wollten und einfach Stoffwindeln den Menschen quasi in die Städte bringen, damit die Menschen, also Anwenderinnen, Eltern und betreuende Personen, einfach anfassen können und sehen können und diese Vielfalt erleben können. Das war ja eigentlich mal so das, womit wir gestartet sind. Und jetzt ist es sehr fokussiert auf Weiterbildung und Netzwerken von Stoffwindelberaterinnen online. Professionalisierung annehmen auch. Ja, also, genau, dass man den Beruf nicht nur als ich mache mal ein Hobby und ich habe mir da mal gedacht, ich fange mal an, sondern dass man auch wirklich sagt, okay, hast du dieses Unternehmen eben auch durchdacht? Ich kenne so viele Beraterinnen, die aus den, die da rausgehen aus ihrer Ausbildung und gar nicht erst gründen, gar keine Gründung anmelden, weil einfach das zu viel ist, was man da tun muss und sie gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Also so die Gründung allein schon, das ist so dieser Teil mit der Professionalisierung. Also viele Dinge, die wir auch als Problem hatten, nachdem wir fertig waren, die haben wir ja auch überlegt, okay, wie können wir da unterstützen? Und das geht ja auch digital und online. Und das ist auf jeden Fall ein anderer Fokus, als wir vorher mit der einen Veranstaltungsmesse gehabt haben. So. Ja, ich habe das eben, als meine Kinder klein waren, das war 2003, 2006, damals gab es viele Trageberaterinnen, aber das war eben auch, dass die allermeisten, die haben die Ausbildung gemacht, haben dann ein bisschen beraten und viele haben das ehrenamtlich gemacht. Ja. Damals gab es eben auch noch relativ viele Stillgruppen, entweder von der AFS oder auch von der La Leche Liga. Ich meine, das hat ja jetzt auch in den letzten Jahren abgenommen, immer mehr. Und die haben das dann so nebenbei in diesen Stillgruppen oder auch in den Eltern-Kind-Gruppen haben die dann eben ehrenamtlich sozusagen Trageberatung gemacht. Und ich meine, ich finde das jetzt aber wirklich toll und du hast vorhin auch schon den Ausdruck benutzt, Lydia, das Mindset da zu ändern, eben auch auf die Finanzen hin. Dass das jetzt nicht nur ein Hobby ist, sondern dass es wirklich etwas ist, wo jemand eine Dienstleistung erbringt, Zeit aufwendet, sich auszubilden, sich fortzubilden, Zeit und Geld aufwendet, Anschauungsprodukte zu suchen, zusammenzustellen und das eben dann auch jemanden anderen dann präsentiert, auf die Fragen eingeht und im Grunde genommen diesem anderen Menschen dann auch Zeit erspart. Ja, auf jeden Fall. Aber erstmal so diesen Gedanken dann eben zu verinnerlichen und zu sagen, das ist ja auch etwas wert. Das ist, glaube ich, sehr schwer. Ja, ich glaube aber auch, das ist also Lydia und ich haben uns auch schon öfters drüber unterhalten. Ich glaube, das ist halt auch ein feministischer Punkt. Ich glaube, dass sich da schon viel getan hat und du ja auch sagst, also die Trageberaterinnen Anfang der 2000er haben noch alle oder sehr viel ehrenamtlich gemacht. Das ist bei den Stoffwindelberaterinnen, die sind, glaube ich, viele schon auch mit einem Mindset gestartet, dass sie da was dafür verlangen können, aber ich spüre auch trotzdem immer noch diese Zurückhaltung und ich glaube, dass das wirklich ein Problem ist, das Frauen haben, weil wir quasi oft dazu geprimed sind, dass wir Dinge,
die anderen helfen und die der Gemeinschaft was nützen, dass wir die natürlich selbstverständlich bieten wir die an aus dem der Güte unseres Herzens heraus. Und gerade wenn es dann auch noch um Babys und Familie geht, ist es oft so eine Sache, die Frauen vielleicht also unterbewusst einfach machen, ohne was dafür zu verlangen, weil sie das als Frau ja so zu tun haben. Also für eine Familie da zu sein und für die Gemeinschaft da zu sein. Und ich glaube, da muss ich trotz allem noch viel tun und dass sich da was bewegt und dass Frauen klar wird, sie dürfen für ihre Arbeit, ob das jetzt egal, ob das eine soziale Arbeit ist oder irgendwie was anderes, Care-Arbeit, dürfen wir auch dafür was verlangen, weil wir machen da sehr viel für. Also es ist ja nicht nur... Es ist ja nicht nur irgendwie die Ausbildung zu machen, sondern es ist ja die Zeit, eine Beratung zu planen. Wir müssen unsere Kinder in die Betreuung geben. Also wir tauschen ja quasi, entweder wir machen Betreuung oder wir machen was für uns oder wir machen die Arbeit, die wir eben machen durch unsere Stoffwindelberatung. Ja. Ja, ja, ich merke auch bei mir, ich meine, ich bin ja Jahrgang 69, also ich bin schon wesentlich älter als ihr und ich merke schon noch, also ich merke es auf jeden Fall bei mir, dass sich da in meinem Denken auch einiges geändert hat, dass ich bei vielen Dingen auch noch viel zögerlicher bin, aber ich habe Gott sei Dank einen Mann, der auch sehr darauf achtet, dass gerade unsere Tochter nicht in bestimmte Fallen tappt. Ja, und wir versuchen auch immer unsere Tochter so ein bisschen so zu stupsen und die macht das auch ganz großartig und ich versuche auch immer, mich dann in bestimmten Bereichen zurückzunehmen und zu sagen, nee, die muss da, ich hätte gerne, dass sie da etwas anders ist, also wie soll ich jetzt sagen, soll ich das jetzt erklären, dass also sie macht das auch. Für sie sind viele Dinge so völlig selbstverständlich, wo ich mir so denke, Mensch, super, hätte ich mich jetzt in ihrem Alter gar nicht so getraut, da war ich viel zurückhaltender. Ne? War auch nicht so üblich in meiner Generation. Also natürlich gab es da auch damals Frauen, die wesentlich stärker da schon in dem Frauenrechtsbereich eben auch mit tätig sind, die sich auch schon wesentlich mehr Sachen da getraut haben, gemacht haben. Aber es verändert sich ja ständig. Also in den letzten Jahren hat sich ja da unheimlich viel getan. Ja, und ich finde das dann echt toll. Also ihr habt ja jetzt, ich würde da gerne diese Seite das mal eben teilen. Wo kann ich denn das jetzt machen? Ich würde gerne eure, ja, ich suche jetzt hier gerade den Bildschirm freigeben. Ich würde nämlich gerne mal eure Seite zeigen und so lange kann ich ja noch was zum Thema Zurückhaltung erzählen. Ja, weil ich glaub, ja mach mal. Auch ein Problem, das viele Beraterinnen haben, dass sie nicht rausgehen mit ihrem Angebot. Weil wir haben oft so, ja, wie mache ich Werbung? Wo kann ich, ich kriege nicht genug Leute, die kommen. Und ich glaube, das ist auch sowas mit, wir sind es gewohnt, zurückzutreten, uns zurückzuhalten, leise zu sprechen und auf keinen Fall irgendwas verlangen. Und das müssen wir als Beraterinnen einfach lernen, dass wir helfen den Menschen mit unserem Angebot und dafür dürfen wir aber trotzdem irgendwas verlangen. Und wir dürfen auch Werbung dafür machen, dass wir ein gutes Werbung Angebot ist nicht böse. Haben. Also ich meine, das müssen Lydia und ich lernen, das auch gerade. Weil lernen, auch, wir sind auch so, ja, können wir das jetzt und können wir diesen Preis für das verlangen? Und ja, wir machen eine gute Arbeit und dann können wir auch den Preis dafür verlangen und wir können den Leuten auch erzählen, dass es uns gibt und dass sie bei uns tolle Sachen erwerben können. Genau. Wenn ich von dem überzeugt bin, was ich tue, dann darf ich das ruhig auch sagen. Ja, vielleicht geht es aber Männern auch so und die sagen das nur nicht so oft. Ja. Das stimmt, aber es ist schon so ein gesellschaftliches Konstrukt, dass man als Frau so, ja, also gerade auch, ne, wir haben hier, Rebecca hat es kurz angedeutet mit der Care-Arbeit, das, was wir machen mit Stoffwindelberatung, fällt oft in diesen Care-Arbeitsbereich. Ne? Das sind sehr viele Aspekte, die einfach im Hintergrund immer passieren, die gesellschaftlich nicht oft angesprochen werden. Also Windel wechseln, ja, das macht man halt irgendwie zu Hause und das ist ja auch, das macht irgendjemand. Also ich denke auch immer dran, wenn es darum geht, Kinder zu bekommen, wenn man selber noch keine Kinder hat, dann ist es so, du bekommst Kinder und dann gehst du halt irgendwann wieder in den Beruf zurück und dann hast du halt nur noch ein Kind. Das ist aber was ganz anderes, krasses bedeutet, auch im Hintergrund an Logistik. Ja. Und bei Stoffwindelberatung ist es auch so, das ist oft so ein
Beruf oder einfach generell Familienberatung, also auch eben hier Trageberatung, vielleicht noch irgendwie Kurse zu Baby-led Weaning oder Baby-Signal. Es gibt ganz viel da. Ein sehr großes Spektrum, was man da ausbauen kann. Aber es ist trotzdem so dieses, ja, das sind ja nur, das sind ja keine wichtigen Berufe. Ja, ja. Ist ja nicht wichtig, weil es hat kein Einfluss, es hat kein großes Bruttosozialprodukt, was da steht. Also es sind unwichtige Familienthemen. Genau, und das sehen wir ja so auch, wie schlecht Kindererziehung bezahlt wird. Ja, also auch in den Kindergärten oder eben auch, warum werden Grundschullehrerinnen schlechter bezahlt als Sekundarstufe 2 und, genau. Verstehe ich nicht. Es ist alles in unserer Gesellschaft genau, also wenn man sich das alles, was Pflege angeht, alles, was irgendwie tatsächlich mit Familien oder Menschen arbeiten, ist erstaunlicherweise in unserer Gesellschaft extrem schlecht, hat einen extrem schlechten Ruf und wird auch extrem schlecht bezahlt. Also wenn ich nur Pflegekraft bin, dann bin ich quasi jemand, also wahrscheinlich wolltest du eigentlich Arzt werden, aber das ging halt nicht, bist du nur Pflegekraft geworden. Ja. Das ist so hirnrissig. Also es ist einfach, oder auch Erzieher im Kindergarten, was die für einen Job machen, Leute, wir wissen doch, wie das ist, mit so einem Dreijährigen umzugehen, der keinen Bock hat auf irgendwas, weil er gerade irgendwie sagt, die Banane muss aber ganz sein und nicht abgebrochen. Boah, das ist krass, was die für Arbeit auch leisten. Und das dann mit 24 auf 2 ErzieherInnen, also ganz ehrlich, das ist echt ein krasser Job, aber es ist einfach, also alles, was in diesen Bereich fällt, hat leider nicht so viel, wird nicht so wertgeschätzt. Ja. Und dass man sich dann anfängt, wenigstens selbst wert zu schätzen und zu wissen, was deine eigene Arbeit wert ist, dafür sind wir auch da. Ja. Genau, und ich habe jetzt gerade versucht, das mit dem Bildschirm freigeben, klappt jetzt irgendwie nicht, jetzt will ich auch jetzt nicht hier viel Zeit damit vergeuden, aber ihr habt ja ein breiteres Angebot, also ihr habt ja auf jeden Fall dieses mit dem Mindset, mit dem Money Mindset auch, ihr habt aber auch, wie baue ich eine Beratung auf, und ihr bietet auch andere Sachen an. Wie läuft euer Weiterbildungsangebot? Also einerseits Sachen, die man immer herunterladen kann, und andererseits erzählen. Genau, also man sagt, es gibt quasi die Sachen, die Evergreens sind, die man immer kaufen kann. Das sind sowas wie bei uns jetzt die Ratgeber oder auch ein E-Book. Das kann man einfach im Shop und sich dann im Selbststudium. Es gibt aber auch seit diesem Jahr Kurse oder auch die Stoffi Conline eben, finden zu einem bestimmten Zeitrahmen statt. Das ist vor allen Dingen deshalb so, weil die teilweise live sind. Also die Stoffi Conline ist ja komplett live, die wird zwar aufgezeichnet, wir könnten die dann auch im Nachgang einfach einstellen, aber da haben wir ja beispielsweise auch externe ReferentInnen, die ja auch mit dem, was sie dort erzählen, Geld verdienen. Und wenn wir jetzt deren Sachen, die wir aufgezeichnet haben, immer zeigen würden, also wir hatten zum Beispiel im letzten Stoffi-Conline was zu Wochenbettdepression, und die Referentin, die hält diesen Kurs immer wieder. Wenn wir den jetzt einfach verkaufen würden, dann müssten wir sie viel, viel mehr bezahlen, damit wir den Kurs quasi behalten dürfen. So. Das heißt, alles, was an Aufzeichnung ist, das könnte man natürlich auch so weiterverkaufen. Es gibt aber gerade bei den Online-Kursen auch immer einen Live-Teil, das heißt immer Frage und Antwort, also Q&A-Sachen, wo ich dann einfach immer direkt antworten kann. Also bis jetzt hatten wir zwei Online-Kurse, einmal zu Produktaufbau und generell Marketing als Stoffwindelberaterin, also auch sehr fokussiert wieder den Kurs. Also da kann jetzt nicht irgendwie, also kann natürlich auch noch jemand anderes dazukommen, der vielleicht Trageberatung macht. Das würde vielleicht auch noch passen vom Inhalt, aber es ist schon sehr auf Stoffwindelberatung zugeschnitten. Und dann hatten wir den Teil zu Money Mindset und Umsatzplanung, und vieles davon kann ich dann auch aufzeichnen, und irgendwann wird es da auch Teile geben, die man dann die man sich dann auch kaufen kann, wie ein Ratgeber. Aber der Mehrwert ist einfach, dass man auch den direkten Austausch hat, dass es eine bestimmte Zeit ist, in der ich sowas auch umsetzen muss. Weil ganz oft haben wir jetzt auch schon irgendwie Kurse gekauft, wo man die Weiterbildung dann eigentlich hören muss oder angucken muss, und dafür dann auch noch die Zeit zu finden und die dann tatsächlich zu machen. Ja, dann liegt dieser Kurs schon. Wir merken es immer an der Stoffi Conline, die ist ja noch 3 Monate zur Verfügung, und ich erinnere dann immer in regelmäßigen Abständen daran, dass man das jetzt noch gucken kann.
Und dann ist vorbei. Ach so, ich habe es vergessen. Ja, also es, ja, ja, trotzdem gibt es immer noch, ich wollte das doch nochmal ansehen oder ich wollte mir dazu nochmal Notizen machen oder jetzt auch wir den, den Produktaufbaukurs, der ist gerade ausgelaufen, der war im Januar, hat der stattgefunden und gerade, wir haben vor einem Monat gesagt, so Leute, noch 4 Wochen, ne? Dann könnt ihr es angucken und dann machen wir nochmal ein Q&A als Abschluss, was ihr alles umgesetzt habt und wo es euch schwer gefallen ist, weil es war jetzt die erste Runde, das heißt, da brauche ich dann auch nochmal Feedback, deswegen war der auch relativ günstig, damit der besser wird. Der muss ja immer besser werden, damit ihr irgendwann sagen kann, so Leute, der ist perfekt. Ja, und dann waren mindestens 2 oder 3, die haben gesagt, oh, ich habe es gar nicht mehr, ich wollte doch nochmal da reingucken. Ja, das ist, aber unser Konzept ist eigentlich so, dass wir auch eben Produkte haben für die Weiterbildung, die man so runterladen kann. Dann haben wir Kurse und Sachen, die eben live sind. Und wir haben natürlich auch andere Produkte. Also wir haben jetzt zum Beispiel ein Meetup, das ist auch live, das wird auch nicht aufgezeichnet, da muss man hinkommen. Das ist so ein bisschen die Alternative zur Stoffi Conline, weil wir dieses Jahr doch irgendwas machen wollten, wo man sich wirklich treffen kann und wirklich mal austauschen kann. Und dieses, das findet am 7. Mai statt und in 5 verschiedenen Städten. Da freuen wir uns auch echt drauf, dass wir mal ein bisschen uns wieder sehen können nach dem ganzen. Bisschen rauskommen. Aber da seid dann nicht immer ihr dabei, sondern ihr habt, dann sind dann andere, die das so machen. Also ich bin in Köln. Mhm. Ich bin in Stuttgart. Genau. Und Greta von Stofftürlich ist zum Beispiel der Host in Hamburg. In Ingolstadt ist es die Josie von Wickelwerk, die gehört auch ein Stück zu unserem Team, also die unterstützt uns auch immer im Hintergrund. Und ich bin immer wieder überrascht, weil ich hätte so gedacht, naja, Ingolstadt ist jetzt nicht so der Reiser, wenn man schreibt, es ist in Ingolstadt. Aber da sind super viele, kommen dahin, auch so auf unserer Community. Genau, und Berlin macht Frau Stofflich. Genau, wir hatten zuerst Leipzig gedacht, aber da hat sich dann auch kein Host gefunden. Und das wird eigentlich, man kann halt nicht überall sein. Wir hatten erst überlegt, das halt über das Jahr zu verteilen, aber dann hätten wir überall hinfahren müssen und das muss sich da dann auch wieder rechnen. So, kurze Unterbrechung in dem Interview. Mich würde nämlich jetzt mal deine Meinung interessieren. Wie findest du diese Art von Videos, ein Video-Interview? Möchtest du in Zukunft mehr davon haben? Soll ich da noch Kontakt zu Herstellerinnen aufnehmen oder zu anderen Beraterinnen oder auch mal zum Stoffwindelverein? Schreib es mir doch gerne in die Kommentare rein. Und jetzt geht's auch schon weiter. Also, euer Angebot ist ja dann einmal diese Aufzeichnungen, dann das Live-Café und eben die Stofficon online. Und die findet jetzt dieses Jahr auch wieder statt. Was soll der Schwerpunkt in diesem Jahr sein? Ich? Oder verratet ihr das noch nicht? Doch, also wir sind schon in Anfragen, aber wir haben ja tatsächlich nicht so, dass wir sagen, okay, wir kümmern uns nur um ein Thema. Also es ist nicht so, dass wir einen Fokus setzen und sagen, okay, dieses Jahr geht es nur um, keine Ahnung, Höschenwind, um Nachtsachen. Ja, also es ist, so ist es nicht, sondern wir haben immer verschiedene Bereiche und wir versuchen da auch verschiedene Interessens angrenzende Punkte an Stoffwindelberatung. Also einmal halt inhaltlich, ne, wir gucken, okay, das hatten wir letztes Jahr, hatten wir zum Beispiel hier eine Keynote zu sag mir das Wort. Mental Load war es nicht, sondern Mental Load, es war eher, ja. Doch, es war Mental Load, also es war auch so ein bisschen Struktur wie... genau, Struktur im Alltag. Und im Alltag, auch für Beraterinnen gerade, es haben sehr viele, was ja nicht unbedingt das Thema für Stoffwindelberatung ist, sondern eigentlich für alle. So. Ja. und dann hatten wir aber auch, wie kriege ich im Bereich Marketing? Da haben wir eigentlich jedes Jahr jetzt was drin gehabt zum Marketing. Dann haben wir letztes Jahr genau Label, Zertifikate. Ja. Also so wirklich Hintergrundwissen einfach. Dann auch angrenzender Bereich Wochenbettdepression. Ja. Wir begleiten ja einfach Familien in meistens der Anfangsphase. Was kann ich da eigentlich machen? Und dieses Jahr, ich verrate die Themen noch nicht, aber dieses Jahr haben wir schon ein paar Themen auf dem Schirm, die wo man dann einfach so ein bisschen Spektrum abbilden kann. Wir hatten letztes Jahr auch das erste Mal eine Podiumsdiskussion und ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Jahr wieder eine gibt. Vielleicht nicht ganz am Ende, sondern eher
am Anfang, weil die habe ich geleitet und ich war so am Ende so, oh mein Gott, ich bin so fertig. Aber ich glaube, es ging doch. Ja. Genau. Nee, also das ist die Stoffi Conline, wird es auf jeden Fall geben. Also das, nur weil wir jetzt quasi mehr Öffnungen wieder haben und theoretisch uns ja auch mit dem Meetup in live sehen, die Stoffi Conline hat sich da einfach sehr bewährt, weil auch viele einfach sehr froh drum sind, dass sie das im Nachhinein noch nachschauen können. Mhm. Das ist eine Weiterbildung, die, die wirklich gezielt auf die Beraterin geht und man kann sich da auch ein Einzelticket für die einzelnen Inhalte holen, wenn man sagt, okay, ich will sie nicht komplett sehen. Genau. Ja, viele profitieren über zwei Tage, ne? Also oder fängt Freitagabend an, Freitagnachmittag fängt sie, glaube ich, an und geht dann bis Sonntag. Nee, Samstag erst. Also wir hatten ursprünglich mal, glaube ich, Freitag gedacht. Aber es fängt, also wir haben natürlich vorher eine Signal-Gruppe, in der schon ganz viel Austausch passiert. Die Leute kriegen ja in der Woche davor ihre Goodiebox, wo dann schon einfach auch Infomaterial drin sind. Die können sich schon einlesen. Es gibt ja auch zu jedem Thema Hintergrundinformationen auf unserer Plattform. Und da wird schon hart gefeiert. Die Goodiebox ist nämlich immer mega gut. Alle immer so, oh, ich habe meine Goodiebox bekommen, lass uns die zusammen auspacken. Also das ist auf jeden Fall viel Freude, die da auch ankommt. Und auch ein Stück weit das Rahmenprogramm. Wir haben ja immer auch so gemeinsame Teile, zum Beispiel Essen, was drin ist. Essen verbindet sehr. Ja. und also es ist jetzt nicht nur, man hört sich dröge vier Vorträge an und gut ist, sondern wir haben da auch wirklich Austausch. Und warst du letztes Jahr, warst du komplett dabei? Nee, ne? Nee, ich war nur teilweise dabei. Ja, das ist aber halt auch voll. Deshalb ist die Stoffelkonline ja auch so online gut, weil viele kaufen sich auch das Bundle, also das ganze Ticket am Wochenende und dann schalten sie sich zu. Dann können sie vielleicht eine Session nicht mitmachen, können dann die andere wieder mitmachen. Also es war echt, das ist halt super. Genau, also es ist halt auch für die Leute, die zu Hause sind und Kinder haben und die sagen, ich kann nicht zwei Tage am Stück irgendwo hinfahren und mir eine Konferenz geben, sondern ich will, kann mir gezielt dann den Vormittag, sage ich dann, ich bin Vormittag weg, aber am Nachmittag habe ich Familienzeit. Mhm. Ne? Also so. Und ab wann sind da die Anmeldungen möglich in diesem Jahr? Habt ihr da schon Termine? Ja, warte, ich muss nachgucken. Wann ist der Early Bird? Warte, das muss ich echt nachschauen. Weil wir sind noch gerade so im Meetup drin. Ja, dass wir noch gar nicht, dass ich die Daten von der Stoffi Conline noch gar nicht direkt dir so aus dem FF rausschütteln kann. Ich kann aber, solange wir haben jetzt über das Café gar nichts erzählt, bei unserem Angebot, weil wir haben ja das TNB-Café und das ist quasi, ich würde schon sagen, das ist eine Art Mini-Stoffik-Online, da treffen wir uns einmal im Monat live auf Zoom und diskutieren über ein Thema. Jetzt letztes Mal war es zum Beispiel dieses Wolle-Reinigen-Thema, deshalb habe ich am Anfang so sehr darüber gesprochen, dass ich da jetzt gerade ganz viel Hintergrundrecherche mache, weil es dann daraus entwickelt sich dann der Ratgeber und ein Protokoll für die Teilnehmerinnen. Genau, und da quatschen wir einmal im Monat zusammen zum Thema, ganz locker, ganz entspannt und ansonsten gibt es die Signal-Gruppe für alle Teilnehmerinnen und da tauschen wir uns ständig aus über verschiedene Themen. Also jetzt ging es gerade, letztes Thema war Mami Maus. Hat jemand Erfahrungen mit Mami Maus Windeln? Und dann mit dem Hersteller Mami Maus, ich dachte jetzt. Genau, ja. mit dem Hersteller und dann tauscht man sich halt darüber aus und einer hat die Windel und der nächste hat die andere. Und ja, oder mein Workshop hier, was sagt ihr, welche Dummies benutzt ihr? Genau. Womit fange ich jetzt an oder so? Also da ist schon echt viel Austausch. Ja. So, ich kann es dir jetzt sagen. Das lässt sich auch über eure Webseite buchen. Genau, das ist ein großer orangener Button, TNB-Café und dann wird man auf ILO, also der Kurs wird über ILO-Page gehostet, damit wir einfach eine Zentrale haben und kann man Mitglied werden, ist wirklich eine tolle Sache. Genau. Und wir machen jetzt auch demnächst die Themen, also wir suchen die Themen gemeinsam in der Gruppe aus, ne? Also alle Member haben da Zugang zu einer Plattform, wo sie dann auswählen können, was sie interessant finden, sie können auch selber Themen reinreichen und wir legen die dann für die nächsten 4 Monate fest. Dann findet man auch wieder, um was es gehen würde in den nächsten 4 Monaten auf der Homepage. Genau. Ja. Also das ist halt dann so quasi das Netzwerkangebot, das TV, Café und die Kurse wären eben so individuell und die sind dann wahrscheinlich auch interessant für Eltern, die sich selber jetzt gerade für Stoffwindel interessieren, aber vielleicht nicht unbedingt in der Beratung tätig sind, aber sagen, Mensch, das mit der Wolle jetzt eben, das würde mich total interessieren. Die können dann das selber da nochmal ein fundiertes Wissen nachlesen, oder? Genau, das kommt noch. Also
wir haben, unsere Kernzielgruppe sind schon StoffwindelberaterInnen. Mhm. Also das heißt, wir haben nicht unbedingt die Zielgruppe einfach Eltern, die mit Stoff wickeln, aber das kommt, weil viele Themen sich ja schon überlappen. Nur muss man, wenn man es für Eltern macht, einfach immer schauen, okay, wie viel Hintergrundwissen schmeiße ich damit rein, weil die brauchen einfach keine 30, 40, 50 Seiten Wolle reinigen. Die wollen ihre Methode und die müssen nicht wissen, was ist Ammoniak, wie bildet sich das, warum lagert sich das an der Windel an, wie kann ich das vermeiden, ist es Urinstein, ist es kein Urinstein, also diese ganzen Hintergrundsachen, die für eine Beraterin wirklich auch gut zu wissen sind, wichtig zu wissen sind, wenn sie dann eben beraten. Die braucht aber jetzt vielleicht ein Elternteil nicht unbedingt. Kann sich ja dann vielleicht auch noch sagen, okay, dann gebe ich mehr Geld aus und kaufe mir den großen, das große E-Book. Aber wir setzen so langsam die Sachen eben auch um für Eltern. Also wir haben durchaus auch schon Anfragen gehabt von Menschen, die noch nicht wissen, mache ich mal eine Ausbildung oder nicht, die gefragt haben, darf ich trotzdem mal ins Café kommen? Ja. Das ist halt klar, du merkst dann ja selber, ist es zu spezifisch für mich? Ist das überhaupt was oder ist es das nicht? Also es ist, aber wir haben auch viel, einige Teilnehmerinnen, die gerade eine Ausbildung anfangen. Genau, die mittendrin haben. Sind. Und gleichzeitig aber auch Beraterinnen, die es schon echt lange machen. Und das ist so schön, also das ist einfach super schön, dieser Austausch, weil man halt auch Menschen aus verschiedenen Bereichen hat. Also wir haben Chemikerinnen, wir haben irgendwie Personal Assistance, wir haben Leute, die irgendwie, also wir haben aus allen Bereichen. Wir haben eine Tierärztin, das ist auch immer cool. Und es ist aber, aber es ist halt super schön und gut, andere Perspektiven reinzubekommen. Und da lernt man auch immer wieder irgendwie was Neues. Also es ist richtig toll. Ja. Ja, genau. Und bevor ich jetzt wieder zurück zur Stoffwick Online komme, was wir jetzt auch ausbauen, sind so Beratungs-Equipment-Sachen, ne? Also wo man dann einfach auch, wenn man gerade auch neu startet, ein bisschen eine Erleichterung bekommt. Also gerade so dieses, brauche ich einen Fragebogen? Ah, okay, ich kann den von The Nappy Business nehmen und dann benutze ich den jetzt erstmal und vielleicht stelle ich ihn irgendwann für mich selber nochmal um. Oder was brauche ich eigentlich alles für mein Sortiment? Oder ich will irgendwie, ich habe eine Kundin, die muss ihre Windeln strippen. Ich habe gar keine selbe Anleitung selber, nehme ich die von The Nappy Business und so. Also diese Angebote kommen jetzt auf jeden Fall auch noch. Also wird die Produktpalette auf jeden Fall auch noch größer im nächsten Jahr. Und da freue ich mich auch total drauf. Also es wird auch ein paar Realprodukte, ne? Also die nicht online sind, aber die man dann auch kaufen kann und aushändigen kann an seine Kunden. Das wird es auch geben, ja. Im Moment haben wir ja eher so die schönen Sachen. Wir haben diese Postkarten. Warte, ich kann sie auch direkt ins Bild haben. Hier. Ja, genau, da habe ich eine zu Weihnachten bekommen. Die fand ich, die steht immer noch da. Ja, genau. Genau, die sind auch einfach so schön. Die sind schön, also, ja. Es ist nicht nur einfach so eine... Es hat ja nicht jeder unbedingt Talent, eine schöne Karte zu machen oder schöne Werbung zu machen. Und dann ist es doch nett, wenn man irgendwie was hat, worauf man zurückgreifen kann und sich diese Arbeit auch spart. Ja. Also wir ersparen also quasi auch Arbeit. Ja. Genau. Aber du hast gefragt, wann die StoffiConline jetzt gibt. Genau, wann ist die StoffiCon 22? Also die StoffiConline 2022 ist immer, also nein, die StoffiConline generell ist immer am ersten Wochenende im September. Das kann man sich jetzt für die nächsten Jahre einfach eintragen in den Kalender, was die ist. Dann weiß man, also man, ne, die ist immer dann. Und die Tickets gibt es in diesem Jahr ab Juli. Da wird es aber auch ganz groß Ankündigungen geben und so weiter. Da gibt es die Early Birds. Achtung, die Early Birds waren das letzte Jahr in 7 Minuten ausverkauft. Wow. Das war echt krass. Ja, das war Hammer. Aber das also, kann man dann über Instagram zum Beispiel erfahren, wenn man euch bei Instagram folgt. Ja. Genau, genau. Und Rebecca ist auch drauf und dran, dass wir einfach auch ein bisschen mehr bei Facebook, dass das da alles aktuell ist. Also auch da sieht man es. Mhm. Ich spiele auch die Story immer auf Facebook aus, aber ich glaube, niemand guckt bei Facebook Stories. Also ihr kriegt das auf jeden Fall mit. Ja. Man kann aber sich auch in unsere Listen, es gibt dann demnächst auch wieder eine Warteliste oder eine Infoliste zur StoffiConline, wo man dann auch die Informationen zur StoffiConline. Es können sich aber auch alle für unser Freebie oder unser
Freebie sagen darf man noch, es ist nicht kostenlos, das heißt aber Freebie eintragen, wenn ihr euch für unseren Newsletter eintragt, bekommt ihr im Moment noch 5 Tipps für achtsames Wickeln mit Wegwerfwindeln. Genau. Ja. Vielleicht kannst du den Link dann einfach in die Show Notes machen. Ja. Ich verlinke eure Seite, ich verlinke euren Instagram-Kanal und genau, dann bringen wir das alle hin. Ja. Nee, also genau, weil über den Newsletter, also es ist wirklich kein Drücker-Newsletter, wo wir schreiben, oh, unsere Woche war so und so, sondern da gibt es dann wirklich auch eben diese Infos wie, okay Leute, jetzt geht's los, StoffiConline. Wer Body möchte Birds? Ein Early-Bird-Ticket? Ab dem 3. Juli, wer möchte den Wecker? Ja. Ja, tatsächlich ja, bin ich da auch. Ja. Also ich bin auch so begeistert davon, dass die Leute es so gut finden. Also das freut einen, weil das ist natürlich auch davon lebe ich nicht, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Bestätigung, sag ich mal. Ja. Genau. Nee, mich hat da letztes Jahr dieser Vortrag, den die Alicia von Julis ja auch gehalten hat, eben mit den Zertifikaten. Das hat mich echt so überzeugt und ich dachte, ja, doch. Also das ist, die zwei haben einfach was gesehen, was ich nicht gesehen habe und ich finde das gut. Und eben auch diese Angebote, die ihr jetzt habt, über die wir jetzt auch in der letzten Stunde gesprochen haben, die finde ich auch gut, die finde ich auch wichtig. Und ja, deswegen wünsche ich euch auch alles, alles Gute weiterhin. Und dass die StoffiCon dieses Jahr auch wieder schnell gut besucht, also gebucht und dann eben auch besucht wird. Und auch diese Meetups, die jetzt in verschiedenen Städten stattfinden, da könnt ihr euch ja auch noch dafür anmelden. Und da gibt es bestimmt auch ein paar Plätze. Die finden in unterschiedlichen Lokalitäten statt. Ne? Also in Köln habe ich von dir gehört, Lydia, das soll ein ganz nettes Café auch sein. Also da gibt es auch was zu essen und zu trinken. Genau, also wir sitzen nicht auf einer Wiese und müssen alle ihre eigene Flashbox mitbringen. Wir sind im Trocknen. Wir sind, wir hoffen ja auf gutes Wetter und keinen Schnee im Mai. Genau, aber nee, also das wird auf jeden Fall total, total schön. Super. Genau. Gut, zum Schluss würde ich euch doch noch gerne was fragen, und zwar, was wären denn eure, ja, sagen wir drei wichtigsten Tipps für Beraterinnen, gerade für diejenigen, die jetzt gerade starten, was wären da eure drei wichtigsten? Wir haben 5 aufgeschrieben. Okay, dann macht 5. Jeder darf 5. Aber oder habt ihr zusammen 5? Ich glaube, wir machen es zusammen. Dann, wir kriegen es. Ja, wir sind da d'accord, glaube ich, ziemlich. Jetzt überlege ich, mit was ich am besten anfange. Oh. Also, ich glaube, das Erste, was ich sagen würde, wenn du anfängst als Beraterin oder überlegst, mache ich eine Ausbildung, dann denk drüber nach, was du damit eigentlich machen willst. Mhm. Also wo willst du hin damit? Mhm. Was ist das Ziel, was du mit dieser Ausbildung, wenn es nur einfach ist, ich möchte mein Hobby ein bisschen intensivieren, ich möchte einfach ein bisschen mehr Wissen haben und es ist schön, wenn sich die Kosten für all diese wunderschönen neuen Windeln, die ich kaufen will, decken, dann ist das total in Ordnung. Aber dann seid ihr auch dessen bewusst, dass du genau das damit möchtest. Ist es, ich möchte ein bisschen Zuverdienst zu meinem Elterngeld, ist also gedeckelt bei 450 Euro, die ich verdienen will, ist das auch völlig in Ordnung? Sagst du, das soll mein Hauptberuf werden, ich will damit im Monat 2500 Euro brutto machen, dann ist das in Ordnung, aber dann musst du da gut drüber nachdenken, wie du das erreichen kannst. Mhm. So, also sei dir bewusst, wo will ich hin und wie komme ich da denn überhaupt hin? Das wäre mein erstes, Rebecca. Mhm. Genau, also ich habe das kurz formuliert unter entscheide dich, ob du Hobby oder Beruf draus machen willst, weil es einfach, glaube ich, es ist sehr frustrierend, mit so einem, ja, ich mache das halt mal zu starten oder zu denken, oh ja, also ich werde dann Beruf draus machen oder das wird schon viel Geld reinbringen und dann arbeitet und arbeitet man irgendwie so ohne Plan. Also das ist schon, also entscheide dich, ist es Hobby oder Beruf und dann geh es aber auch so an. Ja. Mein Nummer 2 wäre, nutz dein Netzwerk, was du hast, oder bau dir auch ein Netzwerk auf, weil es ist, du musst es nicht alleine schaffen und du musst es auch nicht komplett dir selber wieder neu ausdenken. Also sei da im Austausch. Auch wir machen Fehlkäufe als Beraterinnen, durchaus. Und es ist einfach super hilfreich, wenn ich ein Netzwerk habe, wo ich dann fragen kann, eben wie ist es mit der Mami-Maus, ist es sinnvoll oder nicht? Oder,
was ist der Vor- und Nachteil, dann kann man sich besser entscheiden, als wenn ich dann einfach sage, okay, oh, die sieht schön aus, die Kopfschmerz. So. Genau. Okay, dann genau, Nummer 3. Nummer 3, Rebecca. Bei mir ist Nummer 3 einfach machen. Und zwar, ich glaube, man kann sich schon viele Gedanken machen, wie man eine Beratung angeht und wie man eine Beratung aufbaut, aber das meiste lernt man tatsächlich, indem man einfach die Beratung macht. Mhm. Und das einfach loslegen. Ja. Ja, also genau, nicht zu verkopft. Also ich, ne, wir haben am Anfang gesagt, denk drüber nach, wo du hin willst. Das ist auch total gut. Aber für mich wäre der Punkt tatsächlich nicht diese Perfektionismus-Geschichte zu suchen. Ne? Also starte mit dem, was du hast. Du brauchst kein Sortiment, was alles abdeckt. Starte und dann kannst du das immer noch perfektionieren. Und vielleicht wirst du in deinem ersten Workshop stehen und der wird dann plötzlich 3 Stunden lang sein und du denkst dir so, okay, das war jetzt völlig zu viel. Ja. Dann hast du daraus auch was gelernt und dann wird der nächste dann wahrscheinlich anders aussehen. Oder irgendjemand fragt dich eine Frage und du hast keine Ahnung, aber das ist okay. So. Dann sagst du, das ist eine gute Frage, weißt du was? Ich gucke es nach. Und dann frage ich, oder ich frage mein Netzwerk eben, was ich habe. Ich frage einfach mal und ich schreibe dir dann gerne, was die Antwort ist. Das darf man machen. Ja. Das ist durchaus auch professionell. Mein Punkt wäre, bleib aktuell, bleib up to date. Das ist Nummer 4. Mhm. Also schau dir den Markt an, was da passiert. Da passiert ja im Moment wahnsinnig viel. Heißt nicht, dass du jede neue Windel kaufen sollst, die auf den Markt kommt. Ja. Aber zu wissen, was gerade eben Thema ist und wo es vielleicht Innovationen gibt, ist auf jeden Fall wichtig, gut zu wissen. Und dann noch eine Nummer 5? Ich habe noch eine Nummer 5. Soll ich? Ja. Zeig dich. Zeig dich, ist meine Nummer 5. Sag, dass du Stoffwindelberaterin bist. Geh raus und mach deine Werbung, denn es ist nicht böse zu sagen, was du machst. Überleg dir einen guten Kernsatz, den du sagst, wenn jemand dich fragt, was du denn da eigentlich machst als Stoffwindelberaterin. Sowas wie, ich helfe Familien, das richtige System für sie zu finden oder bei Problemen mit Stoffwindeln. Ja, und zeig, dass du das machst. Mach, geh raus. Ja. Wenn du nur eine Homepage hast, aber nirgendwo sonst auftauchst, wird dich niemand finden. Weil wenn du möchtest ja gerne Leuten helfen damit. Das ist ja, wir wollen ja gerne, dass mehr Leute mit Stoff wickeln. Wir wollen ja, dass Stoffwickeln wieder ein Thema wird. Was dann auch nicht mehr, wo dann nicht mehr die Leute sagen, ich wickel ja mit normalen Windeln, sondern wo dann gefragt wird, okay, heißt das jetzt mit Wegwerfwindeln oder mit Stoff? Weil ist ja beides. Normal. Ne? da wollen wir ja hin und wenn die Leute das nicht sehen, dass es das gibt, dann passiert es nicht. Also du darfst ruhig sagen, dass es Stoffwindelberatung gibt und dass du das machst. Ne? Schön. Genau. Das war wunderbar. Ja, ich denke, wir könnten noch über viel, viel mehr reden, aber das wird ja dann ein ewig langes Video. Also ganz, ganz herzlichen Dank an euch zwei. Und ich verlinke das dann alles noch. Ja. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und euch da draußen auch einen schönen Tag oder eine geruhsame Nacht, was auch immer. Wann auch immer ihr es guckt. Und bis bald dann zum nächsten Video. Tschüss. Ja, danke dir. Tschüss. Ciao.